Wir melden uns wieder einmal aus Italien für eine weitere Runde der Formel 1 WM. Was für ein fantastisches Rennen wird uns wohl heute hier erwarten, auf der ältesten Strecke im Formel 1-Kalender. Das erste Rennen fand hier bereits 1922 statt. Wir befinden uns zum heutigen Grand Prix knapp 20 Kilometer nordöstlich von Mailand und beim Monza Circuit können wir uns auf Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 346 km/h gefasst machen. Eine 5,79 Kilometer lange Strecke, 11 Kurven und 7 davon Schikanen mit offenem DRS und dem Windschatten des Vordermanns, da sollten heute jede Menge Überholmanöver zu sehen sein. Wie gewöhnlich darf ich heute Stefan Römer an meiner Seite begrüßen. Reden wir über Richards. Der Sieg beim letzten Rennen war wirklich großartig. Ob Sie das an diesem Wochenende wiederholen können? Es ist selbstverständlich immer schön, wenn man das Grand Prix-Wochenende mit einer guten Platzierung beginnt. Aber die eigenen Erwartungen basieren meist auf den Trainings- und Qualifying-Fahrten. Hoffen wir also, dass Sie sich den Schwung aus diesen beiden Sessions bewahren, wenn Sie sich dem heutigen Rennen stellen. Sehen wir uns kurz die Startausstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Charles Leclerc steht auf P2. Im Rest der Startausstellung haben wir Vettel, Ricciardo, Alexander Albon und Verstappen, Sainz, Perez, Ocon und Danny Quert, Stroll, Norris, Pierre Gasly und Giovinazzi, Grosjean, Magnussen, Kimi Räikkönen und George Russell, Latifi und Richards. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, machen wir mal anders. Können wir die drehen? Natürlich nicht. Ja, ist egal. Ich wollte die rückgängig machen, das heißt, wir machen es so rum. So, dann machst du. Wir können leider nicht tauschen. Ich kann leider nicht auf Medium starten. Warum auch immer nicht. Aber vielleicht, weil wir eigentlich offiziell Pole geholt haben. Naja, wie immer so. Ist egal. Alles gut. Gehen wir rein ins Rennen. Rennnummer 8 in dieser Saison. Wir starten von ganz, ganz hinten. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Ja, unser Ziel ist es, so weit wie möglich mit einem guten Start nach vorne zu kommen. Also nochmal, wir müssen es jetzt einmal kurz vorrechnen. Klar, Hamilton steht auf der Pole, denn dazwischen wird es nicht einfach werden. Aber sollte Lewis keine Punkte holen oder ausfallen, wie auch immer, und wir gewinnen dieses Rennen, so war ihr Weltmeister, werden wir... Bleibt das gleiche Szenario, Lewis holt wieder keine Punkte und wir fahren zur zweiten und nicht zur Runde, werden wir Weltmeister. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall Minimum 19 Punkte mehr holen als Lewis, das heißt, er darf höchstens auf Platz 8 kommen. No rain expected, no rain expected for the time being. Na, gewinnt, darf höchstens 7. werden. Würde auch reichen. 7., 8., 9. und wir gewinnen dieses Rennen, ist das Thema eh gegessen. Wenn wir die schnellste Runde halten, ne? Dann. Wenn er Siebter wird, dann wiederholen wir uns mal das schnellste Runde holen. Da würde es reichen, aber wie gesagt. Fakt ist, dass wir Minimum 52 Punkte Vorsprung brauchen nach diesem Rennen auf ihn. Und dann sind es 33. Also es wird nicht einfach werden, wir sind Letzter und müssen gucken, wie wir jetzt was hinkriegen. Das Bittere ist natürlich, dass wir keine neuen Reifen haben. Sondern wegen der, weil wir offiziell eigentlich Pole geholt haben. Ich denke, deswegen dürfen wir nicht auf die Alternativstrategie gehen. Wir ziehen wir nämlich auf Medien zu starten und auf Soft durchzugehen. Also müssen wir es so irgendwie versuchen zu richten heute. Naja, schauen wir mal. Ich denke mal nicht, dass es klappt heute, sondern eher nächste Woche in Russland. Jetzt jedenfalls erstmal der Start zum großen Preis von Italien und dann gucken wir mal, wie es einfach heute wird. So, die Rundenanfänge an.
So, der Start ist erfolgt. Wir müssen auf jeden Fall so weit wie möglich nach vorne kommen. Jetzt ist man schon in der ersten Runde. Ich muss in diese Lücke rein. Eigentlich, da wollte ich da jetzt schon. Da wollte ich den. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, wieso habe ich nicht. Ja, das Bittere ist natürlich, dass der Grosjean noch mitgezogen ist. Den hätte ich mich eigentlich gern noch weggehabt. Noch kassiert. 16. sind wir jetzt. 4 Autos haben wir schon kassiert. Den kriegen wir noch. Den. So, den habe ich jetzt, den Grosjean. Ich war schon in der ersten Schikane daneben. Neben Giovinazzi. Musste dann zurückziehen, weil es zu eng geworden wäre. Aber es funktioniert auf jeden Fall. 15. Vielleicht kriegen wir es ja. Mal gucken, wie es hingeht, wie es läuft einfach. Italien ist auf jeden Fall so eine Strecke, wo es einfach erst nur holen, wo die Power von Mercedes noch auf jedenfalls Markt zu holen ist. Wobei am Haas greifen wir an. Lass den Haas noch ein bisschen atmen. Jetzt habe ich ihn. Das war kein Haas übrigens, das ist schon wieder Herz, immer so nebenbei. Jetzt sehen wir, das ist ein Alpha. Und zum Ziel ist es jetzt das nächste Neues. Sie sind ja schon 14 da, also 7. 8, 14, 6, 14 haben wir gut. Ein guter Start, jedenfalls ist erfolgt. Nur, dass wir keine schnellste Runde haben, aber eigentlich alle, die gut durchgekommen sind. So, der nächste Angriff jetzt gegen. Gegen Chuck Norris, ja. Lando Norris. Entschuldigung, natürlich. Vielleicht jetzt schon in der Schikane Angriff auf den McLaren. Ja, okay. Den hat er gewonnen. Das Duell dann mit einem schönen zugeworfen. Den musste ich jetzt wieder zurückziehen. Lando macht jetzt ein bisschen sehr viel, sich sehr viel breit. So, jetzt versuche ich dann natürlich wieder anzugreifen. Der Mercedes läuft deutlich besser als alles andere momentan und Lando haben wir jetzt auch kassiert. Der nächste wäre Gasly Stroll. Ja, Gasly Stroll, das sind die nächsten beiden, die wir jetzt versuchen zu kassieren. Dann werden wir zumindest in Richtung Punkt. Wir jagen jetzt gerade so ein bisschen den Rest des Feldes. Das heißt, also Lewis führt das Rennen momentan vor die beiden Ferrari an. Wir sind jetzt Richtung Pierre Gasly unterwegs im Alpha Tauri, der jetzt natürlich uns gleich im Rückenflieger hat. Ich bin jetzt ein bisschen weg von Norris. Also hier folgt uns jetzt ein Vierer-Päckchen, das wir hoffentlich bald kassieren können. Mal ein bisschen nur ein bisschen zeigen im Rückspiel. Jetzt haben wir doch den Vorteil mit dem DRS noch. Also die Gas hier werde ich jetzt wahrscheinlich vorbeigehen gleich. Hab ihn. Der Gasly ist vorbei, sind wir 12. Jetzt nur noch. Jetzt haben wir es 12 und dann kommt ein Spezi. Er ist aber noch gar nicht vorne. Wir sehen uns im Beginn der 4. Runde gleich. Das Zoll atme ich jetzt gerade ein bisschen ran. Komme ich jetzt ein bisschen ran. Excess of fuel. We can turn up the engine to mix mode 3 if you need it. Turn fuel to rich. Klar, muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Also Stroll, Ocon und Sainz sind die nächsten. Dann müsste das Albon sein davor. War ein Stroll. Jetzt haben wir Ocon.
strategy is available on the MFD. Confirmed. Nee, das wird zu heiß werden. Boah, aber gut, aber man haben davon zwei. Das von Ocon. Weil wir jetzt gerade ein bisschen Luft haben auf. Dass die Reifen gerade so durch sind oder was? Na klar, ich jag neben dem Wagen natürlich auch gerade ein bisschen über die Kurse, weil ich will diese Position haben. Ich bin gerade nicht sauber durchgekommen. Hängt es gerade so ein bisschen Richtung Punkte. So, und wie das momentan ist, soll das eigentlich andersrum sein. Wir müssen uns drin anführen, Hamilton muss außer der Punkte liegen. Momentan ist es andersrum. Ich komme gerade aber nicht an dem Renault vorbei, der ist mir gerade ziemlich eine harte Nuss, ja. Be aware, we expect the grip levels to start falling away soon. Ich komme aber nicht in Position momentan. Er hält ein bisschen auf den Verkehr, ja. Das ist momentan der Platz 10. Mal aufpassen. Vor uns. Ja, ist gerade jetzt ein bisschen sehr viel. Ich muss jetzt in die Box auf Medium gehen, weil ich brauche diesen Grip. Weil das Auto gerade so ein bisschen echt fast verloren ist, weil es ist toll wieder dran an uns. Es ist natürlich jetzt sehr ärgerlich, dass ich den Reifenwechsel vorziehen muss. Release, release. Und ich muss jetzt vorziehen, wenn mir doch das Auto fliegen gegangen wäre jetzt gerade. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Also bist du schon durchgekommen und dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt machen mit dem Medium. Ob wir die jetzt ein bisschen aufholen können, weil ich... Das ist jetzt eigentlich mehr oder weniger ein Undercut gegen Ocon. Ich will diese Punkte auch mitnehmen. Gelb irgendwo da unten, das heißt, es fällt dann aus. Ich weiß nicht, die ganze Zeit kann. Nee, komm, jetzt nicht. Auf jeden Fall gelb irgendwo gerade. Das ist die Frage, wo, was ist passiert dann? Albon. Safety car, safety car. No overtaking, reduce your pace. Keep your delta number positive as we form up. Ich mache natürlich jetzt den Weg, den Wechsel zurück auf die Soft. Weil. Exit now. Weil ich dann wieder den Vorteil habe, damit ist meine Strategie wieder gedreht. Damit ist meine Strategie wieder gedreht. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. The safety car is waiting for the leader. You may overtake it. Overtake the safety car. Nimm mal das Delta bitte raus gerade, weil ich bin jetzt dran mit den neuen Reifen. Dann könnte es theoretisch funktionieren. Lewis hat sich Lewis is in the pits.
Schade, dass wir jetzt auf jeden Fall mal letzter sind, aber wie gesagt, Hauptsache irgendwie das Auto die mit dem frischen Reifensatz vielleicht sogar alles noch überholen. Jetzt haben wir nämlich auch kein Delta mehr, wenn wir Glück haben, könnte es funktionieren. Da haben wir schon mal einiges überholt wieder. Kriegen wir es hin bis... Hälfter, ja? Sind wieder auf einer alten Position. Die waren nämlich noch in der Box. Und dementsprechend ist meine Strategie aufgegangen. Zumindest ein Teil der Strategie, weil wir sind jetzt gerade dran am Feld. Sind jetzt Elfter, könnt jetzt machen. Haben wir noch 5 Runden, können jetzt einige Punkte noch mitnehmen. Ich meine, weiß nicht, ob wir es gewinnen können, aber gucken. Ein paar Punkte werde ich noch mitnehmen. Ich bin ziemlich froh, dass ich gerade vorbei an Kwiat bin. Also Weltmeister werden wir wahrscheinlich heute nicht. Da muss jetzt einiges passieren. Status Teamkollege. We're trailing our teammate by 16.0 seconds. They're on fresh mediums. They're in first. Okay, Hamilton führt das Rennen an, aber hat er auf jeden Fall mehr. Sind sie mir nur noch, ich glaube, jetzt 8 Punkte. Ich muss also auf jeden Fall nochmal an die Punkte fahren, um so klein wie möglich das dann schon zu kriegen. Also Ocon und so habe ich kassiert. Ich versuche jetzt so weit wie möglich nach vorne zu kommen, um vielleicht sogar hier noch was mitzunehmen. 4 Runden haben wir noch, aber ich, so viele Punktemöglichkeiten gibt es gar nicht. Aber vielleicht machen die Softs am Ende viel, machen die Softs noch viel aus. Und zumindest einiges an Punkten mitzunehmen. Und dann hoffentlich nächste Woche in Russland. So viele Punkte wie möglich mitnehmen heute, um in Russland nächste Woche das Ding zuzumachen. Auf jeden Fall ist erstmal die Strategie aufgegangen, weil klar der Wechsel, zweite Wechsel, aber der Vorteil ist, dass wir dann nochmal die auf die alte Position kommen. Bevor wir sind ja als Elfter in die Box und sind als Elfter wieder raus und haben aber A zwei Stops und B haben natürlich frische Reifen und frische Soft drauf, die schnelleren Reifen. Gut, wenn wir jetzt nicht in die Box gehen, wären wir vielleicht sogar Erster gewesen, aber gut, okay. So, jetzt hoffe ich, dass das Safety Car gleich sagt, ich gehe jetzt rein, weil noch 4 Runden mehr da dran. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. So, helfen uns die Softreifen noch mal ein bisschen was zu reißen. Hamilton führt, sind 11. momentan. Some information on Ricardo. They're slowing down. It seems like there's some kind of problem with their car. Ja, das weiß ich nicht, das hinter uns ist. Okay, clear. So, und jetzt hoffen wir, dass wir noch eine Chance haben, vielleicht ein bisschen was zu reißen. Nur mal ein paar Plätze mitzunehmen. Das ist natürlich jetzt super, dass der Perez auch die Idee kommt, rauszuziehen. So, ein Auto habe ich jetzt nochmal kassiert mit dem 10. Perez kam auf die gleiche Idee. Der hat nämlich genau dann in dem Moment, wo ich eigentlich hart sitzen wollte, mit dem Überholen, rausgezogen. Jetzt können die neuen Reifen das vielleicht sogar ausreichen. Ah, wieder auch der nächste, der genau die gleiche, der mir meine Bahn zublockt. Giovinazzi. Momentan hat man nur 2 Punkte. Durch die schnelle Runde dreht sich das jetzt wieder. So, vorbei wieder holt an Giovinazzi. Brilliant. Nice move.
Schön außen vorbei am Italiener. Bei seinem eigenen Grand Prix. Momentan sind wir 9. Wie gesagt, es geht jetzt rein nur um eine Schadensbegrenzung. Der Perez sieht doch jetzt auch Latifi, Perez. Okay, you're in the top 10. Grosjean, das sind natürlich jetzt einige, die natürlich jetzt ein bisschen... Wobei, Latifi. Auf der langen Geraden an Grosjean vorbei, Fragezeichen. Ja. So, jetzt sind Perez noch kassiert. Jetzt auf den Perez snacken. Dann wäre ich Sechster. Wobei Grosjean auch jetzt versucht außen vorbei, beziehungsweise in der Parabolika anzugreifen. Gewinnen werden wir es definitiv nicht, das Rennen, das ist klar. Aber ich würde zumindest diesen sechsten Platz mitnehmen. Es werden meine 8 wichtige Wernpunkte. Am Perez will ich noch vorbei und dann vielleicht mal gucken, was noch möglich ist. Aber da vorne geht es wahrscheinlich nicht mehr, aber ich will jetzt zumindest ein Auto noch, Kassel. Tschüss, Perez. Das macht am Ende viel aus, wenn du da nochmal eine Möglichkeit hast, da nochmal außen vorbei zu gehen. Jetzt versuche ich vielleicht denn die Lücken da vorne zuzumachen. Wie gesagt, ganz da vorne wird sich 6. Platz immer momentan. Ich denke mal nicht, dass wir in der letzten Runde noch so viele Autos kassieren. Sainz wäre der Nächste. Ah, dann davor Verstappen. This is your final lap. Nur meine Westzeit. Immer diese schnelle Runde durch die Untermauert. Fragezeichen, können wir vielleicht sogar 5. noch werden. Wieder da vorne wird sich reichen. Hamilton wird das Ding gewinnen. Bin mir fast sicher. Scheiße, reicht nicht ganz. Auf der letzten. Right, 6. Take care of the car on the way in. Schade, den hätte ich fast noch gehabt, den Sainz. 200 Meter länger, ich hätte ihn eigentlich abgefangen. Das war ein spektakulärer Sieg und damit ist die Meisterschaft entschieden. Es war eine phänomenale Saison und den Applaus vom Publikum haben sie sich eindeutig verdient.
Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat abliefern? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Vielleicht hätte er den Stopp nicht machen müssen. Was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt. Vielleicht hätte er den Stopp nicht machen müssen. Position verschafft. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Ja, schauen wir mal Russland nächste Woche. Da müssen wir es irgendwie versuchen, auf die Reihe zu kriegen. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Nicht das Ergebnis, das der Führende wollte, aber es macht die bevorstehenden 18. Rennen sicherlich noch interessanter. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist das heute Richards. Er hat einfach nicht aufgegeben und wirklich eine fantastische Leistung abgeliefert. Es war wirklich eine Freude, ihm zuzusehen. Die Konstrukteursmeisterschaft mag an diesem Punkt eine ausgemachte Sache sein, aber schauen wir uns dennoch die Tabelle an. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Schade, den Sainz. Es war nicht viel, dann hätte ich ihn noch gehabt. Dann wäre es Platz 5 sogar noch geworden. Ja, dann wären es 2 Punkte mehr gewesen. Dann hätte ich nämlich 20 Vorsprung gehabt. Naja. Nächste Woche Russland. Unser Ziel ist es, 26 Punkte am Ende rauszuholen. Also 8 mehr als Lewis. Würde mich ein Sieg reichen, wenn der Zweiter wäre. Wenn wir gewinnen in Russland, ist das Thema gegessen. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Definitiv. Wie wird die Gridstrafe Ihre Strategie im Rennen beeinflussen? Das ist doch schon durch, das Thema. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt. Was war Ihre Strategie? So. Wie fühlen Sie sich nach dem Sieg Ihres Teamkollegen? Freuen Sie sich für ihn oder wären Sie lieber an seiner Stelle? Das machen wir mal so. Natürlich an seiner Stelle. Das denke ich gerne gewonnen. Es fühlt sich an, seinen Teamkollegen da oben auf dem Treppchen zu sehen. Klasse. Das war dann alles. Genau so ist es. Und dann haben wir es für heute mit dem Italien Grand Prix. So, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder in Russland.